Wer sagt, Theme Hospital ist geil und Two Point Hospital macht richtig Laune, den kann ich sagen, Galactic Care toppt es nicht, aber schwimmt auf der gleichen Welle mit schräger Humor, wirklich krasse Krankheiten und das Ganze auch noch im Weltall. Ich sag euch, das ist eine Bombenmischung, die macht richtig Laune und wir werden jetzt definitiv ausgiebig das Spiel zocken. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird länger als dieser Stream werden. Twitch ist ja live mit dabei, wir streamen zusammen und es wird nicht bei diesem einen Stream bleiben. Das heißt, es werden hier auch auf YouTube noch einige Parts kommen. Ich bin übrigens Community-Moderatorin Kurano hier bei WBs Junger Herde live auf Twitch. Wie gesagt, YouTube, ihr kriegt es jetzt zu sehen. Und wir starten hier los mit Galactic Care. Ich habe es euch kurz erzählt. Wir werden mit Kapitel 1 starten, die Orientierung. Und normalerweise bin ich nicht so der Freund davon, dass man ausgiebig die Tutorials zeigt. Aber dieses Tutorial hier macht so, so Laune. Warum? Weil da richtig dieser schräge Humor schon zum Anfang reinbängt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Let me be the first to congratulate you on your appointment. Ms. Orion and I are excited to see how you'll rise to the occasion. We're establishing our first facility right here in orbit around Earth. Ms. Orion is already on site. Let's get this thing kicked off, shall we? Dann sollten wir das Ding mal ins Rollen bringen. Vertonung ist übrigens komplett auf Englisch, aber alle Texte sind auf Deutsch. Wir starten los, wenn wir ein Spiel bzw. Level nochmal in den Sandbox starten wollen, bzw. überhaupt erstmal in den Sandbox starten wollen, müssen wir die Story spielen. Es gibt eine Kampagne, die zieht sich durch mehrere Level hindurch. Und wir starten, wie gesagt, mit Kapitel 1, Orientierung. Hier unten sehen wir die Karte, so groß ist unser Bereich, den wir besiedeln können, beziehungsweise nicht besiedeln, sondern, ich habe zu viel Aufbauspiele gespielt, eindeutig, nicht besiedeln können, sondern den wir bebauen können. Sobald wir das Spiel gestartet haben, sehen wir dann hier auch die ersten Belohnungen, die wir kriegen können. Und wir haben ansonsten typisch die Spielzeit und den Klinikwertung, die werden wir uns nachher noch im Laufe des Spiels angucken. Wir starten mal das Level los und spielen die Story. Ich bin total aufgeregt. Ich freue mich so richtig auf dieses Spiel. Ich habe das jetzt schon ein paar Stunden gezockt und es macht richtig, richtig Laune. Also, und ich weiß, da kommt noch richtig viel. Und ich bin richtig aufgeregt. Ladezeiten sind ein bisschen lang, finde ich. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch leider noch nicht wirklich sagen. Ich denke, da wird noch einiges optimiert. Wie gesagt, kam ja jetzt raus das Spiel, 23. Mai. Und wir drücken mal eine beliebige Taste. Ich weiß zwar nicht, wo die beliebige Taste ist. Ich drücke einfach mal Enter. Kapitel 1. Orientierung. Against the green marble of Earth is Galactica's newest high orbit station and your first hospital. I'm Heal, the AP assigned to all of Galactica's extrasolar operations. Think of me as your personal assistant, for it is my duty to assist you in all things healthcare as we strike out amongst the stars. Soon, patients from all throughout the solar system will darken our halls, bringing with them all sorts of awful maladies and excretions. Medibots on standby, Director. Before then, Ms. Orion wishes to fire the starting gun personally. I'm sure we'll be receiving a call from her any moment now. Na dann gucken wir mal. Oh. The prompt at the bottom right of your user interface will answer her call. There's no rush. Contacts will wait for you to answer. Da ruft mich jemand an. Da. Hallo. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Sollten wir abnehmen? Wir sollten abnehmen. Der lustige Freund, der uns hier die ganze Zeit volltextet, Heal, der wird uns noch eine Weile begleiten. Also gewöhnt euch dran. Und die Dame hier neben uns ebenfalls. Bonjour, guten Tag, Moshi Moshi Director, and welcome to Galacticare. It's time to bring this dream of ours to life. I can't wait to see this hospital up and running. Personally, I'm not one for all this nitty-gritty management stuff. I'd much rather be in the lab, so that's why you're here. Remember, if you ever feel lost, you can review your objectives in the top right corner of your interface. Take it away, Heal. Thank you, ma'am. Director, let's start with a particularly fun section. Calibrating sensors and perspective. Yes, we'll be panning, rotating, and even zooming your camera. Both in and out, mind you. Thrilling stuff. Your objectives should be displayed now. If they're not, then everything is broken, and it may be simpler for you to resign.
Also wir starten mit dem typischen Kamerasteuerungsszenario. Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten und überhaupt kreuz und quer mit WASD wird typischerweise wieder gesteuert. Wir rollen rum. Hier oben sehen wir übrigens dann unsere derzeitige Quest, die wir erledigen müssen. Momentan haben wir also Kamera bewegen, Kamera drehen und so weiter und so fort. Reinzoomen mit dem Mausrad und natürlich, wer hätte das gedacht, es wird auch gedreht. Hui! Spinning around like a gyro. I feel faintly ill. Now there was something else I was supposed to be doing. Oh yes, yes, the hospital. Patients and preventing death, profit and so on. Very well then. To do healthcare, we will require both a reception desk and a diagnosis room. Let's first place a reception desk so that we can process patients as they arrive. I've highlighted the menu in which you will find said desk. Selbstverständlich werden wir jetzt den Empfangstresen bauen. Wir finden ja auf der Seite oder an der Seite ein wunderbar aufgeräumtes User-Interface, muss ich persönlich sagen, mit verschiedenen Kategorien, die alle auch sehr schön beschrieben sind, auch sehr ja, einheitlich gestaltet sind und vor allen Dingen, finde ich, sehr intuitiv gestaltet. Also etwas, was man sehr schnell findet, wo man nach kurzer... Der quatscht mir jetzt einfach dazwischen, nach kurzer Einführung auch reinkommt. A reception desk in this case. Danke, dass du mir hilfst hier. Ja, wir werden uns jetzt einen Tresen bauen. Es gibt zwei zur Auswahl, beziehungsweise eigentlich drei. Wir werden mit dem einfachen starten. Und auch hier seht ihr schon, guckt euch das an. Das ist doch total putzig. Also übrigens, ne, ich hätte auch ganz so viele Arme, was man da alles spielen könnte. Drehen können wir das Ganze mit R und T. Und wir haben sogar verschiedene Varianten von diesem kleinen Objekt und auch bei anderen Objekten. Mit der Tabulator-Taste können wir das dann also durchklickern. Und ihr seht, da sind bis zu drei ungefähr im Durchschnitt immer zu finden. Wir werden hier mal den Tresen hier drüben bauen. Das Ganze erkläre ich gleich weiter. Genau, den Anruf lassen wir mal kurz. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, das Ganze baut sich hier in einem Rastermodus halt wieder auf. Mein persönlicher Favorit. Ich bin kein nicht allzu großer Freund von Freibauen. Aber hier bauen wir Gott sei Dank wieder im Rastermodus. Es gibt verschiedene Raster. Das werde ich euch auch gleich nochmal erklären können, wenn wir nämlich das Beispiel finden. Es gibt neue Informationen, die lesen wir uns mal gleich durch. The diagnosis room is our patient's first step on the road to recovery. It's where we evaluate what's gone wrong with their meaty bodies. Also, tiny spinny drones come out of it, which is very cool and entirely necessary. Wunderbar, wir haben unseren ersten Raum, den wir bauen müssen, nämlich die Diagnose. Es ist ein Krankenhausspiel und was soll man machen? Natürlich Diagnose und Behandlung bauen. Wir starten natürlich mit der Erstdiagnose, anders ist es ja auch nicht möglich. Die Patienten, die kommen, die müssen erstmal abgecheckt werden, geschaut, hey, was ist bei dir fehlerhaft? Stethoskop drangehalten, reicht nicht immer. Manchmal muss es auch, wie hier zum Beispiel, eine Drohne sein, die um das Objekt der Begierde, in dem Fall natürlich unser Patienten, herumgeschwirrt wird. Und dann können wir auch gucken, ob alles in Ordnung ist. Und wenn was nicht in Ordnung ist, wovon ich zum Großteil ausgehe, was ist denn nicht in Ordnung? Außerdem hat natürlich so eine Drohne auch wunderbar einen Kabelanschluss. Wie man hier unschwer erkennen kann, nicht. Wir bauen erstmal den Diagnoseraum. Let's get that diagnosis room up and running. If you're ever unsure what to do, select any of your objectives and I'll help to point you in the right direction. Genau, den Diagnoseraum bzw. alle Räume finden wir ganz oben im Reiter Räume. Und auch hier sehen wir schon eine kleine Aufteilung. Es gibt Behandlungsräume und Unterstützungsräume. Behandlungsräume ist ein bisschen schlecht ausgedrückt, weil Behandlungsräume ist alles, was mit Räumen zu tun hat, die einer Krankheit Diagnose bzw. auch Behandlung dienen. Also so wirklich aufgeteilt ist es leider nicht. But we will also need a diagnosis room, lest our patients be left to wait themselves to death. Unless that's your plan, in which case, with the room selected, ich war gerade so weit. Place the blueprint. Choose a starting point, shape it to your desired footprint, and click build to confirm. Danke hier, dass du mich dran erinnerst. Wir sehen hier drüben, was wir alles an Anforderungen haben. Wir müssen auf jeden Fall eine Mindestgröße von 3x3 Feldern einhalten. Das sind übrigens jetzt die unterschiedlichen Raster, die ich meine. Wir haben einmal das Zimmerraster, die quasi die großen Raster sind. Und dann innerhalb des Zimmers bzw. innerhalb dieses ganzen Gebäudes gibt es ja noch die kleinen Raster. Und ja, das sind die zwei unterschiedlichen Raster, die ich habe. Begrüßt mal ganz lieb Anästhesieschwester, die gerade reingekommen ist mit den Worten, hey, baust du mir auch was Schönes?
Selbstverständlich. Ich baue jedem und allem hier etwas Schönes, wenn er es möchte. Wir werden das Ganze hier mal ein bisschen größer gestalten, nämlich 3x4. However, an empty room will not by itself facilitate the healthcare. We must first place a door and then the room's required objects. In the case of diagnosis, we need a desk and a display. Your construction display will show you simple, easy methods to improve your room's value. Potted plants are all the rage at the moment. Not my own cup of tea, personally. Now, a replica of an XTC 5000 block engine. Well, my word, Director, I'm near satisfaction from the thought alone. Also manchmal macht er mir ein bisschen Angst, dieser kleine Heel, aber es ist okay. Ich freue mich, ihm gerne zuzuhören. Es wird nachher auch weniger, keine Sorge. Wir müssen jetzt eine Tür bauen, die ist auch hier wieder in dem großen Raster frei verfügbar. Dazwischen können wir es leider nicht bauen, finde ich ein bisschen schade. Die großen Raster sind hier gekennzeichnet durch die etwas dunkleren Fliesen, beziehungsweise dieses dunklere Raster hier. Und das ist das große Raster und innerhalb dieser kleinen helllilanen Flächen, das ist das kleine Raster. So, wir werden das mal hier ganz nah an der Tür ranbauen und wir sehen jetzt schon, dieser Diagnosetisch ist groß. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal ruhig hier noch einen weiteren Bereich mit anfügen. Wenn ihr möchtet, dass ihr einen weiteren Bereich mit anfügt, also hier dieses Tool halt kriegt, um Plus, also etwas zu erweitern, rechte Maustaste drücken, dann könnt ihr durch die verschiedenen Modi halt durchklicken, nochmal rechte Maustaste draufdrücken, könnt ihr was entfernen und nochmal rechte Maustaste kommt ihr zu dem Objekt, was ihr als nächstes platzieren solltet, beziehungsweise allgemein zu den Objekten hier halt hin. Kurz mal dazu erklärt. Wir bauen jetzt erstmal einen Diagnosebereich hier hin, würde ich sagen, lasst uns das hier hinbauen und jetzt einmal drehen. Und kippen war doch auch hier nochmal. Wie war denn nochmal kippen? Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Da war kippen mit der Taste. Genau, und wir müssen noch ganz wichtig eine Drohnendatenanzeige mit hinbringen. Das stellen wir mal dahin. Damit hätten wir jetzt die Grundvoraussetzung für diesen Raum fertig, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr bauen. Das sieht ja alles noch nicht ganz so fertig aus. Ey Kumpel, geh mal weg da. Wir haben zwar hier einen großzügigen Raum, das wird uns hier oben auch angezeigt, aber wir können optional natürlich den Raum noch viel, viel, viel schöner erstellen, indem wir zum Beispiel drei einzigartige Deko-Objekte hinzufügen und natürlich noch Raum-Upgrades hinzufügen. Die Raum-Upgrades, die kommen später, die lassen wir erstmal außen vor. Bei den Deko-Objekten sei gesagt, es gibt verschiedene Arten von Deko-Objekten, die auch unterschiedliche Wirkungen auf den unterschiedlichen Spezies dann halt haben. Also da gut drauf achten, was ihr baut. Es wird euch im Laufe des Spiels auch erklärt. Ich kann es euch aber auch, wenn ihr wollt, natürlich jetzt schon erklären. Es gibt nämlich die gewöhnlichen Objekte, die gewöhnlichen Deko-Objekte. Die sind vor allen Dingen für die Menschen gut. Die Menschen stehen total auf diese gewöhnlichen Sachen, finden die total geil. Bloß nichts Ausgefallenes, gewöhnlich ist super. Davon ganz viel. Und die Alien-Rasse, die später noch gezeigt wird, möchte ich noch nicht drauf vorbegreifen, aber die meisten Alien-Rassen steht auf diese Kuriositäten. Das heißt, gerne ruhig mal solche komischen Sachen mit draufpacken. Die haben auch einen gewissen Einfluss. Den Einfluss seht ihr unten jetzt zum Beispiel, da steht der Biokanister und dann die ganzen Geschichten dazu. Das gerne mit reinbauen, wenn ihr sagt, ihr habt dort dann die Aliens mit drinne, die Alien-Rasse. Es gibt nämlich bei den Ärzten sowohl Menschen als auch diese Alien-Rasse. Oder Alien-Rassen kommt später. Und die finden das immer, wie gesagt, unterschiedlich gut. Also ruhig eine gute Mischung aus beiden mit reinnehmen. Ich würde sagen, wir fangen mal hier mit den Schränken an. So einen Eckschrank finde ich super. Den packen wir natürlich, wen hätte es gedacht, in die Ecke und suchen uns da mal... Oh, guck mal, eine Kaffeetasse. Das andere ist eine Cola-Dose, kann das sein? Cola-Dose? Was bist du denn? Das nehmen wir. Das finde ich gut. Dann ein Umziehschrank, so ein Personalspind hier. Guter Ort, um geklaute Klinikartikel aufzubewahren, wenn die Stichprobenkontrolle nicht wären. Himmel, Herrgott, nochmal. Nicht erschrecken, man kann später auch noch die Farbe ändern. Das erkläre ich euch dann auch nochmal. Jetzt erstmal noch nicht so weit. Wir wollen ja nicht alles im Vorfeld hier erklären. Hier machen wir mal eine kleine Lampe hin. Zack. Und was braucht natürlich ein Krankenhaus immer noch, beziehungsweise ein Zimmer? Ganz viele Bilder. Und da würde ich sagen, lass uns mal hier vorne, gab es doch den Reiter hier. Themenbasierte Kunst. Da ist zum Beispiel ein Anatomie-Poster. Das finde ich ganz nett. Zack. Freakig. So muss das sein. Und dann gab es hier noch ein Gehirnposter. Das finde ich auch ganz cool.
Das werden wir mal dahin stellen. Und selbstverständlich in jedem guten Krankenhaus, wer kennt das nicht? Pflanzen. Es muss Pflanzen geben. Und da finde ich ja so eine ganze Pflanzenbank hier richtig, richtig toll. Können wir das auf der anderen Seite auch machen? Das passt. Guckt euch das an. So muss es sein. Ein wunderschöner Raum. Perfekt. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Es gibt nämlich auch noch Hängepflanzen. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die sind wunderschön, so hässlich, wie es nur geht. Guckt euch das an. Da kommt der Spinat aus der Wand quasi rausgeslidet. So muss das sein. Und damit das auch noch richtig schön hässlich aussieht, machen wir noch einen Quark hin. Wer kann das nicht? Raum ist wunderbar. Ist hier, es steht doch selber da, der Raum ist schön dekoriert. Ich möchte jetzt mal von euch hören, ist er schön dekoriert oder ist er schrecklich? Nein, ich finde ihn wunderbar. Es wird nach Mülleimern gefragt im Chat. Kann ich euch leider nicht bieten. Es gibt hier keine Mülleimer. Es gibt Fenster, die man noch einbauen kann. Crazy Cat Lady sagt gerade, das sieht aus wie Lüftung aus den Schnodder rausläuft hier. Natürlich, auch unsere Lüftung hat Schnupfen. Und die werden wir behandeln, definitiv. Nee, aber wie gesagt, lieber Eisbär, es gibt leider keine Mülleimer. Wir können gerne nochmal gemeinsam durchgucken. Es gibt diverse Fenster und so weiter. Es gibt Teppiche. Bei den Teppichen muss ich aber ganz doll sagen, ist ein ganz großer Kritikpunkt von meiner Seite aus, man kann den Teppich nicht unter das Objekt packen. Also nicht unter dieses zum Beispiel. Ich hätte es total gerne gemacht. Ist leider nicht möglich. Ist gesperrt, warum auch immer. Wie gesagt, einen Mülleimer habe ich jetzt hier nicht gefunden. Es gibt eine kleine Trennwand und so weiter und so fort. Vielleicht werden Mülleimer irgendwann im Laufe des Spiels nochmal freigeschaltet. Kann ich euch leider nicht sagen. Aber wie gesagt, ich finde es wunderhübsch. Bestätigen. So, wir haben das jetzt also wunderbar eingestellt. Unseren Raum gebaut, unseren ersten Diagnoseraum. Aber Diagnose ist nicht alles. Wir brauchen natürlich noch viel, viel mehr. Ich würde sagen, Fleischermesser, ich höre dir trapsen. Skin. Everyone has it. Unless they have an exoskeleton. Or nothing at all. The Skin Lab uses proprietary chemicals to coat our patients in a gentle foam, which strips off their outsides and rebuilds them from scratch. It's relatively painless. I use the Skin Lab instead of a shower sometimes. Ich habe Fragen, und zwar ganz viele. Warum geht man nicht duschen, sondern schabt sich lieber die Haut ab? Aber gut, jedem das Seine, alles meins, wie auch immer. Wir haben den hier, das Hautlabor, und das Hautlabor hatte den Behandlungstank drin, und da finde ich es auch sehr süß beschrieben. Da befindet sich der Patient in diesem Behandlungstank während der Hautbehandlung. Eventuell müssen Patienten mit einem langen Stock in den Behälter geschoben werden. Ich habe Fragen, ich stelle sie nicht, aber ich habe trotzdem ganz viele Fragen. Übrigens haben wir auch eine Mischkonsole, mischt Flüssigkeiten, um Hautkrankheiten zu behandeln, fügt perfluorierten Chemikalien zu, damit die Patienten nicht ertrinken. Wer hätte es gedacht? Es klingt widerlich. Und wir sollen natürlich jetzt auch das Hautlabor bauen. Nehmen wir also hier unser Hautlabor. Wir sehen übrigens jetzt hier, dass da eine 1 steht. Das heißt, wir sehen automatisch, wie viele Räume wir schon gebaut haben von diesem Raumtypen. Und so können wir auch wirklich uns dann speziell auf jeden einzelnen einstellen. Ja, Anästhesie-Schwester sagt ganz deutlich, sieht nur ein bisschen gruselig aus. Ein bisschen, würde ich sagen. Raumgröße 3x4. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Guck mal, wir können hier richtig gut bauen. Wir könnten aber auch... Das ist jetzt 4x4. Großzügig. Ich hätte noch eine andere Idee, passt mal auf. Ich weiß nämlich, dass später noch etwas kommt. Wir machen mal hier einen kleinen Gang so rein. Finde ich sehr schön so. Wollen wir das so machen? Ich bin dafür. Wir bauen das so. Hier hinten habe ich nämlich schon einen ganz perfiden Plan ausgeheckt. Den werde ich euch aber nicht sagen. Möchte euch ja nicht spoilern. Wir werden jetzt erstmal hier unsere... Was bist du denn jetzt eigentlich? Was bist du? Du bist jetzt doch der Behandlungstank. Genau. Den werden wir... mein so reinstellen? Ich wäre ja für so. Und dann hier die Mischkonsole so schräg davor. Ein bisschen sehr platzintensiv. So. Oder so. Können natürlich auch so machen.
machen ihn so. So finde ich ihn ganz gut. So muss das sein. Genau. Soll nicht schön sein, soll wirken. Ist mein Lebensmotto übrigens, ne? Soll nicht schön sein, soll wirken. Zack, hier wieder ein Eck. Stelle hin. Und daneben machen wir hier... Zack. Wieder den Spind. Wir müssen ja klauen. Eine Lampe? Lampe könnten wir... Hm. Nee, da möchte ich nicht haben. Ich möchte mal so eine Trennwand haben. Guck mal, damit der Patient auch gar nicht sieht, was hier hinten passiert. Und es ganz schrecklich alles läuft. So muss das sein. Patient wird einfach darauf losgelassen. Hier, geh da rein. Und wir werden hier uns definitiv vergnügen. Wir werden hier auch noch Anatomieposter auch nochmal hinhängen. Da zum Nachgucken, wie es sein muss. Falls der Arzt vergessen hat, wie das Hautbild auszusehen hat oder nicht auszusehen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch der normale Zustand hier hinten. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob meine Haut nicht vielleicht so aufgebaut werden sollte. Ich wäre dagegen. Ganz klar. Ganz klar dagegen. Und wir bauen hier mal eine Kuriosität mit rein. Ein Biokanister. Klebriger Schleim kann man nie genug haben. Also mir fällt ein, man kann klebrigen Schleim genug haben. Aber gut, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben hier. Eine Pflanze sollte es vielleicht auch noch sein. Da werden wir mal hier so eine Schlingpflanze mitnehmen. Guck mal, die sieht doch ganz hübsch aus. Die finde ich ganz ansehnlich. Zack, einmal hier und einmal da. Ach, guck mal, die bewegen sich sogar ganz süß. Knuddelig, geh weg. Roboter, geh weg. Ganz knuddelig. Ganz ausgezeichnet, kann ich euch sagen. Und hier vorne hätte ich gerne auch nochmal Kunst. Und da stellt sich mir immer die Frage, ist das Kunst? Oder kann das weg? Oder wollen wir es hier hängen? Wir hängen es da hinten. Da hängen wir hin und dann machen wir mal was ganz Perfides. Damit dann die Leute sich richtig, richtig beobachtet fühlen, machen wir hier ein Fenster rein. Guck mal, so ein richtig schönes, langes Fenster. Reingucken hier, wie die Nackt da in dieser Dusche stehen. Excellent. We have our first Excellent. More to come, I'm sure. However, I think there's still something missing. As we're a healthcare organization, we will need some doctors. Pop open the recruitment menu on the left-hand bar and review your various candidates. Selbstverständlich fehlen Ärzte und wir werden die natürlich, natürlich einstellen. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, weil wir sind ja ein Krankenhausunternehmen und wir müssen natürlich Ärzte einstellen. Also werden wir mal gucken, was wir Feines haben. You can see their name, species and traits that are unique to them. We currently have old and human candidates and are restricted to them for reasons which I can assure you are culturally sensitive. I'm certain you'll come to find the unique traits of the galaxy's different sapiens particularly helpful for your work. Choose a candidate when you're ready. Ja, wunderbar hat er es erklärt und ich werde es noch ein bisschen weiter erklären. Wir haben jetzt die zwei Spezies hier. Einmal die Oat, das sind die etwas knuddelig, knutschig aussehenden Menschenhäutchen hier. Ich habe keine Ahnung, wie man es besser betiteln soll. Und natürlich haben wir die Menschen, also du, ich, wir und sie. Und natürlich ihr alle im Chat mit dabei, im vorderster Front, Jeldrak. Jeldrak, du bist mit dabei. Und die können wir jetzt alle einstellen. Aber man muss natürlich aufpassen, sie sind alle... noch recht unerfahren. Alles Assistenzärzte, so muss das sein. Ja, über den Namen kann man sich auch richtig lustig machen. Inkontinenz, ja, ich muss selber jetzt lachen, ist der Hammer. Und natürlich auch Longoshuber, wer kennt das nicht? Aber man soll sich bitte von den Namen nicht unbedingt beirren lassen, weil es ist viel, viel wichtiger, dass wir jetzt hier die Boni und Mali, wie wir so schön sagen, beachten müssen. Nämlich jeder von diesen Ärzten hat eine gute Fähigkeit und eine, nennen wir es, ja, eine nicht ganz so gute Fähigkeit. Wir haben hier zum Beispiel bei den Kollegin Cornelia Zweifinger. Ich würde sagen, eine Kollegin. Die ist zum Beispiel gelehrt. Sie hat also einen höheren Bonus auf die Forschung, generiert mehr Forschung, aber... Die sind totaler Psychopath. Die fügt nämlich Patienten immer Schaden zu und freut sich darüber. Also von der Dame Cornelia möchten wir vielleicht nicht wirklich behandelt werden. Wäre eher schlecht. Dagegen haben wir hier unten Inconsciencia Cisco. Reduzierter Toilettendrang ist wiederum ganz gut. Generiert weniger Erfahrung, finde ich aber, ist noch auf der engeren Auswahl, weil keinen Patienten werden zu Schaden kommen. Hier unten diplomatisch generiert zusätzlich Einfluss und erhöhter Energiebedarf. Finde ich nicht ganz so sexy. Hier haben wir...
auch zusätzliche Forschung und verursacht mehr Schaden an Behandlungsräumen. Finde ich auch nicht so ganz so prickelnd. Fügt Patienten zur Behandlung weniger Schaden zu. Verursacht mehr Schaden an Behandlungsräumen. Also was sind denn das hier für Leute? Also das ist ja grauen. Personen in der Nähe sind zufriedener. Verursacht mehr Schaden an Behandlungsräumen. Reduzierter Energiebedarf. Erhöhter Nahrungsbedarf. Also ich bin ja hier für generiert zusätzlich Einfluss und erhöhter Energiebedarf. Nehmen wir dem Kollegen hier mal. Genau, wir können uns jetzt aussuchen, ob wir ihn irgendwo hin platzieren. Dadurch sucht sich dieser Arzt dann immer halt den nächstmöglichen Arbeitsort aus. Oder wir können ihn Räume zuweisen. Das heißt, sobald wir ihn diesen Raum halt zuweisen, ist das seine Hauptaufgabe. Er macht dann nichts anderes, bleibt in diesem Raum, macht natürlich Pause, aber es ist seine Hauptaufgabe. Er wird dann immer wieder zu dieser Aufgabe zurückkehren. Finde ich deswegen so wichtig, das jetzt zu sagen, weil später spezialisieren wir unsere Ärzte auch noch und da müssen wir definitiv aufpassen, wen wir wohin packen und wenn wir ihn dorthin gepackt haben, dass wir natürlich ihn auch auf diesen Raum halt spezialisieren, beziehungsweise auf die Behandlung oder die Diagnose, die da drinnen dann möglich ist. Wir würden mal denjenigen hier, ach komm, wir machen hier beim Hautlabor rein, haben wir das. Und wir kriegen jetzt dadurch einen neuen Menschen, generiert weniger Erfahrung, aber reduzierter Nahrungsbedarf. Finde ich super. Nehmen wir. Und dann einmal hier mit reingesetzt. Your new staff will set about their tasks in your rooms, aiding our soon-to-be patients. Doctors gain experience as they work. And more experienced doctors are, as you'd imagine, better at things. Due to capitalism, staff require payment on a regular basis. So do be sure not to overhire and inflate your expenses. An excellent set of rooms and doctors, Director, that will surely excel at treating patients. You should be commended for your ambition. Speaking of which, your legally mandated commendation, known in human society as payment, is yours to claim. So muss das sein. Und wir haben damit also auch unsere erste Belohnung erhalten. Sie erreicht. Wir haben jetzt 20.000 Credits bekommen. Substratat, 5 Stück, werden wir später noch erfahren, was das ist. Menscheneinfluss haben wir bekommen, werden wir auch noch im Laufe des Spiels erfahren. Und Kraftium, das ist dann zum Herstellen von Raumupgrades, Floorupgrades und Verbrauchsgegenstände, werden wir auch uns aber später noch mit beschäftigen. Belohnung, alles für uns, weil wir das sehr erreicht haben. Finde ich ganz, ganz großartig. Und damit können wir jetzt unsere Klinik eröffnen und darauf freue ich mich richtig, richtig doll, dass wir das zusammen machen können.